AAA für umsonst. So jedenfalls fasst Crytek seinen neuen Multiplayer-Shooter Warface zusammen. Moment mal, wieso denn umsonst? Nun ja, weil Warface konsequent auf das aktuell ebenso populäre wie kontroverse Free-to-Play-Modell setzt und dabei trotzdem die gewohnt hohe Crytek-Qualität abliefern will. AAA für umsonst eben. Ob das bloß hohle Marketingphrasen sind? Wir haben Warface angespielt und... aber sehen Sie doch selbst. Zum Beispiel die Grafik. Genau wie Crysis 2 oder das für 2013 geplante Crysis 3 nutzt Warface die aktuelle CryEngine und sieht entsprechend prima aus. Ganz so beeindruckend wie die ersten Bilder aus Crysis 3 wirkt Warface beim Spielen zwar nicht, dafür sollen sich die Hardwareanforderungen aber auch in überschaubaren Grenzen halten. Eine GeForce 8600 und 1 GB Arbeitsspeicher reichen laut Crytek für flüssiges Spiel auf hohen Details. Für einen guten Shooter ist die Grafik natürlich nur die halbe Miete und so ballern wir uns einfach mal rein ins PvP und werden mit unserem Medic auch gleich wieder rausgeballert, weil es bei Warface vergleichsweise flott und kompromisslos zugeht. Im Vergleich zu Battlefield 3 beispielsweise bleiben die von uns angespielten Warface-Maps mit maximal 8 gegen 8 Spielern nämlich recht überschaubar und die nächste Action ist bloß ein paar Sekunden weit entfernt. Das soll keine Kritik sein, denn Warface setzt ganz bewusst auf diese schnellen Gefechte ohne hohe Einstiegshürden und spielt sich dabei trotzdem angenehm flott, ohne eine gewisse Komplexität über Bord zu werfen. An dieser Stelle würden wir Ihnen jetzt gerne die Charakterentwicklung der insgesamt 4 Klassen zeigen und einen Blick in den Itemshop werfen, dürfen wir aber nicht, weil die entsprechenden Menüs noch bearbeitet werden. Also erzählen wir Ihnen eben, dass die Anpassungsmöglichkeiten einen sehr guten, weil umfangreichen Eindruck machen, wir aber momentan noch nicht einschätzen können, inwiefern zahlende Spieler Vorteile genießen. Crytek jedenfalls verspricht, dass Warface konsequent auf Pay-to-Win-Elemente verzichten wird und sich das Geschäftsmodell stattdessen auf Erfahrungsbooster und Kosmetik-Items konzentriert. Was wir Ihnen hingegen schon zeigen können, das ziemlich coole Schlittern-Feature, das wir schon aus Crysis 2 kennen, mit dem uns in dieser Szene ein gegnerischer Spieler ebenso überraschend wie stylisch aus den Latschen ballert. Und natürlich den Koop-Modus, von den Entwicklern auch PvE genannt. Denn neben den klassischen Deathmatch, Capture the Flag oder Bomben-Modi soll's in Warface auch täglich je 2 neue PvE-Missionen geben, in denen wir uns mit bis zu 3 Kumpels durch Computergegner schießen und dabei ebenso wie im PvP Waffen und Ausrüstung freischalten. Die PvE-Einsätze werden aus zufälligen Versatzstücken immer wieder neu zusammengewürfelt und beginnen nach einem kurzen Briefing mit der Helikopterlandung in einer Hot Zone. Von da an heißt es Checkpoints abklappern und Gegner umballern. Das geht natürlich am effektivsten, wenn sich das vierköpfige Team dabei unter die Arme greift. Zum Beispiel, indem wir uns gegenseitig über eine hohe Mauer helfen oder den Sniper per Feuerleiter auf eine gute Schussposition hieven. Keep the energy back on the gunner's back. Teamwork ist auch am Ende einer Koop-Mission gefragt. Da nämlich wartet ein Boss und dieser Mech würde unseren Scharfschützen in Windeseile in seine Einzelteile zerlegen, wenn unsere Mitspieler ihn nicht ablenken würden und uns damit die Möglichkeit geben würden, hastig zum Raketenwerfer zu eilen, der wiederum diese Blechbüchse in ihre Einzelteile zerlegt. Good job, Team. Mech destroyed. Helicopter is inbound. Ah ja, Vehikel gibt's also auch, allerdings nur im PvE und selbst steuern dürfen wir die Dinger auch nicht. Stattdessen dienen sie in bestimmten Koop-Maps dazu, uns von Punkt A nach Punkt B zu schippern. Sind alle Teammitglieder an Bord, rattert der Transporter automatisch los und wir schießen von der Ladefläche auf alles, was irgendwie rot markiert ist. Koop-Modus hin, Vehikel her, am Schluss bleibt die alte Frage, wie Free-to-Play ist das Free-to-Play von Warface tatsächlich? Sind wir auch ohne Kreditkarte konkurrenzfähig? Diese nicht ganz unwichtigen Punkte lassen sich momentan aber schlicht noch nicht seriös beurteilen. Sagen können wir zum aktuellen Zeitpunkt also nur, Spaß macht Warface in der angespielten Version allemal.